Ich bin mir sicher, ihr könnt euch alle noch an die Clone Wars-Folge erinnern, als Ahsoka Tano beschuldigt wurde, einen Anschlag auf den Jedi-Tempel verübt zu haben, was in weiterer Folge dazu führte, dass sie aus dem Jedi-Orden austrat. In Wirklichkeit war es aber Barriss Offee, welche an dem Tod einiger Leute verantwortlich war und es einfach nur Ahsoka in die Schuhe schieben wollte. Aber was war ihr Motiv? Verfiel sie der dunklen Seite, so wie es auch einige andere Jedi während den Klonkriegen taten? Wir sehen, wie Barriss jemanden über eine weite Entfernung mit der Macht wirkt. Eine Fähigkeit, die wir sonst nur von geübten Nutzern der dunklen Seite sehen, wie zum Beispiel Darth Vader. Und man muss bedenken, dass Barriss zu diesem Zeitpunkt immer noch eine Padawan war. Anfänglich wirkt es ja auch irgendwie so, als wäre sie der dunklen Seite verfallen. Denn neben dem Würgegriff benutzte sie ja schließlich auch rote Lichtschwerter. Hier muss man aber bedenken, dass sie die Lichtschwerter bereits vorher von Asa Ventress gestohlen hat und ja nur mit denen kämpft, da Anakin eben ihr Lichtschwert hat. Und was den Würgegriff angeht, das ist nicht mal unbedingt eine Fähigkeit der dunklen Seite, auch wenn man das möglicherweise vermuten mag. Beim Würgegriff handelt es sich um eine Anwendungsmöglichkeit von Telekinese, einer eigentlich neutralen Machtfähigkeit. So wie der Anwender mit der Macht einen Tisch zum Schweben bringen könnte, kann er auch einfach von allen Seiten auf den Hals des Gegenübers Druck ausüben. Wir kennen das dann einfach als den Würgegriff. Anders könnte man noch meinen, dass sie der dunklen Seite verfallen ist, da sie eben die Jedi angegriffen hat. Denn in der Geschichte der Galaxis haben wir ja immer wieder den Konflikt zwischen heller und dunkler Seite. Hier muss man aber bedenken, dass es eigentlich auch nicht wirklich ein brauchbares Argument ist, da in der Vergangenheit auch die Mandalorianer schon den Jedi-Tempel angegriffen haben und diese haben nicht wirklich viel mit der dunklen Seite am Hut. Um ihr wahres Motiv zu erkennen, müssen wir uns einfach nochmal einen Teil von ihrem Prozess anhören. Ich habe es getan, weil ich genau das erkannt habe, was inzwischen viele in der Republik erkannt haben. Und zwar, dass die Jedi für den Krieg verantwortlich sind. Wir sind so weit vom Weg abgekommen, dass wir nun die Bösen in diesem Konflikt sind. Uns sollte der Prozess gemacht werden. Uns allen! Und mein Angriff auf den Tempel war ein Angriff auf das, was aus den Jedi geworden ist. Eine Armee, die für die dunkle Seite kämpft. Wir haben uns vom Licht entfernt, das uns so wichtig war. Diese Republik wird scheitern! Es ist nur eine Frage der Zeit. Auf die dunkle Seite zu fallen bedeutet, den Gefühlen zu erlauben, die eigenen Handlungen vollständig zu beherrschen, besonders die Angst und die Wut. Also das völlige Gegenteil zur Disziplin und Kontrolle, welche die helle Seite lehrt. Persönliches Streben nach ultimativer Macht oder selbstloses Streben nach dem, was richtig ist oder eben dem, was andere für richtig halten. Ist das möglicherweise der Konflikt, der sich in Barriss abspielte? Sie war desillusioniert von den Jedi und den Taten ihres Ordens und wusste nicht so ganz, wo ihr Platz war. Der dunklen Seite verfiel sie jedoch in Klammern noch nicht. Irgendwie erinnert sie mich an eine Vorstufe von Count Dooku und wenn ihr wissen wollt, ob dieser überhaupt wirklich böse war, dann könnt ihr hier links klicken. Klickt ihr rechts, erzähle ich euch, was Rex so während der Order 66 gemacht hat und klickt in die Mitte, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.